Hey Chartet, willkommen zurück zu Star Wars Squadrons. So, bevor wir hier mit Frisk gleich reden, guten Tag, ich habe herausgefunden, dass wenn man das Spiel startet, hat man die Möglichkeit auch in den Multiplayer zu springen, Optionen durchaus anzupassen, sowie aber auch in den Hangar zu gehen. Man kann dann sich zum Beispiel hier die Schiffe angucken, gewisse Schiffsoptionen anpassen, aber es gibt auch die Möglichkeit, hier und logischerweise im Imperium ebenfalls seinen Piloten nochmal anzupassen. Denn ich hatte ja mitbekommen gehabt, dass unser, ich denke, Imperium-Pilot als Frau angesprochen wird. Und das fand ich natürlich merkwürdig, denn ihr habt ja die Charaktererstellung mitbekommen gehabt. Ich hatte da ganz klar Mann und Frau für die jeweiligen Seiten gewählt gehabt. Und dachte mir vielleicht, okay, dadurch, dass ich mehrmals neu gestartet habe, vielleicht habe ich da irgendwas übersehen gehabt. Und ich habe nochmal eine Guck gehabt. Und das Lustige ist, ihr könnt euch ja daran erinnern, in Imperium gab es theoretisch sowas wie legendäre Gesichter. Oder legendär und episch. Ich glaube, zwei Stück gab es zur Auswahl. Und ich habe gesagt, okay, nimmst du halt den legendären. Und aus irgendeinem Grund konnte ich oder hatte ich mit diesem Charakter dieses Gesicht nicht bekommen gehabt. Und im Nachhinein, sagen wir mal im Nachhinein, konnte ich das auch nicht mehr anpassen, weil legendär natürlich Geld kostet. Sei es Ingame-Credits oder wie auch immer. Also, ich habe das Ganze nochmal angepasst gehabt, aber wichtig hervorzuheben, vom Körperbau hatte ich definitiv in dem Fall die zweite Option gewählt gehabt. Also, ich habe alles richtig gemacht. Mal gucken, ob das Spiel hinbekommt, das auch jetzt von an richtig zu sagen. Hey, there you are. Was looking for you back at the dockyards. Instead, I had to hang out with a bunch of engineers. They told me a whole convoy of new engineers got intercepted by the Empire. No survivors. Sounds like they had someone on the inside at Hosnian Prime. Give them all the details. As you can imagine, everyone at the dockyard is pretty spooked. I got a bazaar game planned for them later to help boost morale. Gotta do our part, right? Say, between us, something's up. Something bigger than missing engineers. Ardo ain't talking, and the boss has been shut up in the briefing room all day. I feel like he'd tell us if it was just about the lost engineers. Nah, this is something else. My money's on some kind of unfinished business. Like a dark secret he left behind when he skipped out on the Empire. Or not. What would I know, huh? Whatever it is, it's gotta be something he can't fix with a giant battleship. Why don't you head up to the briefing room? The boss might open up to you. Ich frag mich, ob da wirklich mehr dahinter steckt, außer wir basteln an etwas und unsere Gegner wollen vermutlich verhindern, dass wir das fertigstellen. You're right, Lyndon. My contacts verified your suspicions. It's her. I knew it could only be Teresa Carroll. Her mark is all over these attacks. We know her style. You do realize there's only one reason she would attack Hosnian Prime and the engineering convoy. She's searching for Project Starhawk. That's why I've already taken steps to stop her. Before she can find the Nadiri dockyards. Before anyone else gets hurt. Lyndon. What have you done? Relax, Ardo. All I did was send Teresa a message. One she can't ignore. An old protege of mine, Teresa Carroll, is leading the Empire's search for Project Starhawk. She won't stop until it's destroyed. So I've initiated a plan. I sent a message that we know was intercepted by an Imperial listening post hidden near Esalis. What was the message? Bait for Teresa. And now that the Imperial post has served its purpose, we're ready for part two. If we destroy that listening post, Teresa will think we have something to hide and follow that message to the letter. Vanguard, I want you to take Y-Wings with heavy ordnance to that post in Esalis, and bomb it to oblivion. A corvette will join you to draw Imperial fire. Gunny will support and resupply our bombers. These are your targets. We've identified the receivers along the hull as weaker areas. Destroy them all. Additionally, destroy the thermal regulation systems along the exterior trench, and any dishes atop the listening post.
If you pull this off, we'll rob the Empire of a valuable asset, and then Teresa will fall right into our trap. Ah, das klingt ja noch mal nach etwas, aber ob wir das einfach so gebacken bekommen, ist eine andere Frage. I have to say, the commander's plan is quite clever. All this secrecy and subterfuge, it's almost imperial. I know the New Republic strives to be better than the Empire, but you must admit their tactics are effective. Not that we should adopt them, of course, but this is war. Sometimes you have to think like your enemy in order to defeat them. We're lucky the commander is using his tactical brilliance for our side. Let's focus on the mission. Ja, ein paar interessante Punkte hier angesprochen. Teresa Carroll was my second in command at Fostar Haven. She was my protege. She's gone from a Coruscant street orphan to captaining her own Star Destroyer. The Empire gave her everything, and she'll do anything to defend it. That's why I'm keeping certain details quiet. With Teresa in the game, any leak is a risk. Just trust me a little longer. Head to the hangar. Zerelda should have your ship almost ready. Mal gucken, wo das Ganze tatsächlich noch hinführt mit den beiden. So. When Javes talks about Carol, you can feel it, right? He must have cared about her greatly to feel such pain. I don't think it's a coincidence that the Empire sent Teresa after Javes. This feels personal. They must both be hurting. And hurt can so easily turn to hate. Hate that cannot be healed has no place in the galaxy. If fighting it has become the only option, so be it. Are you ready? Ja, dass die Macht spüren kann, über das redet, ist nicht überraschend. Okay, let's go. Y-Wings are built to carry bombs and other heavy explosives. It makes them slower, but they pack a punch against large targets and capital ships. Ja, genau. Der Bomber. Diese alten Bomber wurden von der Rebellenallianz umgebaut und nutzen Ionenkanonen sowie Raketen, um die großen Schiffe der imperialen Flotte bewegungsunfähig zu machen und sie daraufhin zu eliminieren. So, ich bin mal so frei, ich werde jetzt hier nicht noch auf Ausrüstung gehen. Raketen, Laser, Bomben. Alright, here we go. Starhawk, Frisk. Oh, sure, sure. Still, better bomb this listening post into oblivion, right? For the safety of our new battleship, and for no other reason. Oh, boy. Temperance, this is Vanguard Squadron. We're closing in on the listening post now. Excellent. Upon arrival, you should be able to overhear some Imperial chatter. You can thank Ardo and his spy network later. Let's form up with our Corvette. It'll run interference during the strike. So, eine kleine. This listening post in the middle of nowhere. How'd the boss find this place again? He sent a message, specifically hoping the Empire would intercept it and reveal the outpost. They took the bait. Talk about a long shot. No way he could have known that would work. Unless the message he sent seemed so enticing, the Empire had no choice but to intercept. What could be that enticing? That's the thing. Jays won't tell us. But it's a seed that will sprout into a trap. Let's focus on this mission and worry about the details of the trap later. Ja, das ist ein interessantes Kampffeld.
Ei. Ja, es wird so ein bisschen doof, aber es ist nicht so einfach zu fliegen. Wenn man gefühlt immer einen Ticken zu schnell ist. Oder zu lange. They do seem hell-bent on finding us. I bet the Empire cannot stand that we're building a new ship out of their old ones. There's our listening post. I'll jam Imperial sensors on approach. I love it. They'll never see us coming. Let's make them regret eavesdropping on the New Republic, huh? And just like that, we're hidden from Imperial sensors. Follow me, Five. We'll lead the bombing run. Grace and I will take care of station defenses and starfighter patrols. Here we go. Five, give them everything you got. Good, you're almost there. On my mark. It's bombs away. Excellent. Wie um Bomben fallen zu lassen. Okay, hatte ich hier gemacht gehabt. Ich brauche mehr Bomben. Thanks. So, ich würde ganz gerne helfen, aber ich habe bisher glaube ich noch keinen Treffer absetzen können. Ja, genau. Sehr schön. Das Ding ist noch nicht kaputt. What? Was hat denn der überlebt? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade noch nicht gemacht habe. Nee, das ist offiziell kaputt, meines Erachtens. Und gute Nacht auch hier. I'm on it. Nice, gut. Wenn so noch einer ist. Aber diesmal habe ich auch 10 Bomben bekommen. Tja, sehr großzügig. Manchmal hatte ich nur 6, manchmal nur 4. Und. Pow, 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 pow. Mögen vielleicht den einen jagen, aber ich soll hier hingehen. Okay, ich flieg schon so schnell ich kann. Okay, hi.
Präzisionsbombardierung. Photonenbomben eignen sich exzellent für den Einsatz gegen gesicherte Ziele wie diese Thermalregulatoren. Bomben werden direkt unter deinem Sternjäger abgefeuert. Du musst dich also über dem Ziel in Position bringen. Rolle DA, bis die Thermalregulatoren unter dir sind, und wirf dann deine Bomben ab. Ja, okay, also wir sollen dann schräg so gesehen fliegen. Eine Frage ist, ob ich das aber auch so machen kann, theoretisch. I don't know. Problem ist, das erstmal hinbekommen zu können. Ist das ein Gegner? Das Problem ist jetzt natürlich erstmal festzustellen, wo zum Kuckuck die Dinger genau sind. Das heißt also, wir fliegen jetzt hier rein, genau, und... Ja, das wäre hilfreich. Ja, also die Dinger wirklich wahrzunehmen, ist einfacher gesagt als getan. Okay, es ist der Balken zumindest nach oben leicht gegangen. Ja, so ein bisschen doof, weil man fühlt sich richtig langsam. Das ist meines Erachtens die einzig wirklich gute Möglichkeit, die hier zu machen. Ja, den dabei zuzuhören, ist relativ ulkig. Boink. Ich habe hier gerade meine eigenen Probleme. Thanks. Ja, I'm on it. Ich will wenigstens kurz den Leuten Bescheid geben, dass sie hier die, wo auch immer sie ist, beschützen sollen. Alter, wo ist die verdammte Corvette? I don't know. Ich kümmere mich um mein eigenes Zeug. Wenn ich die Corvette sehe, cool, sage ich, hey, verteidigt sie. Ich bin in einem sehr langsamen Flugzeug. Tja. Okay, ich muss irgendwas kaputt machen. Toll, ich hab's so schnell versucht zu machen. Beging. Oh, great. Ja, mich stehend hier. Ich drücke Boost schon seitdem ich das hier gestartet habe. Ja, das Ding fliegt nicht schneller. Irgendwie. Das waren wir. Also ich weiß nicht, wie man mit so einem langsamen Flugzeug da auch noch die Corvette hätte beschützen sollen, während ich nebenbei die ganzen Aufgaben habe. Also, merkwürdig. Great work, Vanguard Squadron. Our trap is set. Come on home. It's time for the next step.
Nur 2 von 5, nicht überraschend. Mission abgeschlossen, Kommunikationsanlagen zerstört, nicht sterben, das wurde mir nicht gegönnt. 11 Minuten, vielleicht wenn man schnell durch die Trenches fliegt. Und die Korvette gerettet, bleibe ich dabei. Ich weiß nicht, wie man da rumfliegen soll und dann draußen noch die anderen beschützen soll. Das ist mit dem Flugzeug meines Erachtens nicht machbar. Ah gut, wir kommen damit hier wieder mal zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.